TV Straßensound. Leg mich mit jedem an oder hatte auch nie das Verlangen so. Also ich hatte immer das Verlangen, aus dem Block rauszukommen. Und auch die 187 sind ja auch so drauf. So. Das finde ich halt ganz gut. Die haben ja das von der Hamburger Schule, machen sie das ja weiter, dass sie sagen so, ey, wir wollen uns nicht darüber profilieren, dass wir andere Städte oder andere Künstler angreifen. Beginner haben die gepumpt. Da gab es immer auch so einen Sampler. Ich hab vergessen, wie der hieß. Der hatte mein Kollege. Aber meinst du, diese Einspruch? Genau. Wurde ich verraten, kamen dann drei in meine Wohnung hoch, haben mich auseinandergenommen, alles weggenommen mit Waffen, alles. Ha? Für die bin ich ein lebender Toter oder so. Weißt du? Für die bin ich ein Penner oder irgendwie sowas. Ja. Meine Evergreens ballern wie Tel Amin. MCs siehst du wie dein Schutzkeller fliehen. Ihr habt recht, ich bin Schizo, Dicker, gib mir das Mikro. Herzlich willkommen zur Freakshow. Ich bin kein Teil des Systems. Ich muss den Weg am Rande des Wahnsinns weitergehen. Denn ich pass mich nicht an Deutschland. Ich bleibe Asiland. Yo, hier ist Boogie, der Herzenkeeper. Wir sind immer noch in Hamburg. Diesmal mit den Urgestein Ferris. Ja, mit den Opa-Urgestein, ey. Eigentlich bin ich ja schon Rap-Opa. Du bist ja Rap-Uropa dann, wa? Genau. Ja, ich hab mich schon gewundert. Ich dachte, wir wären ungefähr gleich alt. Und dann hat sich herausgestellt, ich bin noch mal 6 Jahre älter als du. 79 bin ich. 73. Verrückt. Das ist wirklich verrückt. Du warst auch die ganze Zeit immer am Start, wa? Du ziehst auch voll dein Rap-Ding immer durch. Seit eigentlich 90er Jahren, kann man sagen, wa? Ja, im Prinzip, ja, Ende 80er, Anfang 90er ging das los mit Rappen. Du und ihr wart, glaube ich, so die Ersten hier in Hamburg, war so mit die Oldschool seid ihr, man kann das schon sagen. Oder gibt es noch mal eine Generation nach euch? Nach uns ja sowieso, aber... Davor, auf jeden Fall, aber ich habe ja in Bremen gestartet. Okay. Und da gab es halt dann so, da war die Generation davor, vor FAB und auch vor Ferris MC, war so Lyrical Poetry. Sagt ihr das was? Ja, die habe ich, ja. Also das waren so für mich, weil die auch, die haben eigentlich auch erst Englisch gerappt und dann haben die auch auf Deutsch gerappt. Und schöne Grüße an Mar, Lyrical Poetry, DJ Goldfinger. Die haben einen Song gemacht, der hat mich einfach angefixt, der hieß Vom Teufel besessen. Und da ging es um Drogen und eine Drogennacht und Chemie und solche Sachen. Mhm. Und das hat mich total gecatcht. So. Und das war so die Generation noch vor mir, aber im Prinzip... Ich weiß jetzt nicht, bei Rap-Generation, ab wann ist eine neue Generation, ist so die Frage. In dem Sinne waren wir dann schon in derselben Deutsch-Rap-Generation. Mhm. Nur die waren ein bisschen früher schon am Start. In Berlin war es auch so, die Oldschooler, die ich kannte, haben auch auf Englisch gerappt dann. Ich auch, ganz ehrlich, so mit meinem gebrochenen Englisch trotzdem versucht. So, weißt du, weil man musste erstmal die Tür aufmachen, um zu checken, so, die deutsche Sprache ist auch möglich. So. Weil man hatte ja früher immer gedacht, so, die float nicht so geil, man hat nicht so geile Wörter, so zu so diese ganzen Barrieren musste man ja erstmal überklimmen. So. Und dann hat man gemerkt, sowas, mit Deutsch kannst du eigentlich noch viel mehr machen als mit Englisch, weil es deine Muttersprache ist. Aber da mussten wir natürlich Ende der 80er, Anfang der 90er erstmal hinterkommen. Ja. Ich denke auch, vor allen Dingen hat man auch gemerkt, dass es viel auch um die Aussage geht, dass man diesen Teil dann irgendwie nicht so mitbekommen hat, weil alle nicht das gut verstanden haben. Wir haben immer so Englisch gerappt. Ja. Ja, ich auch. Ja. Immer 84 oder so vor dem Spiegel. Und dann haben wir Papas Plattenspieler gescratcht, das fand er gar nicht lustig. Ja, das haben wir, genau. Ja, bei meiner Mutter den Plattenspieler habe ich auch kaputt gemacht. Aber was wollte ich denn sagen? Wir waren bei Englisch rappen. Genau, ja. Ich hatte genau dazu, ich habe dann gemerkt, so im Endeffekt, ich habe besser Englisch gelernt durch die Rap-Platten auf Englisch, als im Englischunterricht später. So. Ja. Ich konnte besser den normalen Rap-Englisch-Slang verstehen, als dieses Oxford-Englisch, was man in der Schule gelernt hatte. Ja. Und ich bin sehr früh halt, wie gesagt, mit meinem Vater auf amerikanischen Rap gekommen und dann später auch 90 Jahre über Freunde. Und wir haben das so gefeiert, ja. Diese Rap-A-Lot-Alben und so, Ghetto Boys und sowas, ja. Das dann von unserer Generation das. Ja. Die Alten haben eher so Run DMC, Public Enemy, Ice-T. Ice-T war dann generationsergreifend alle. Ja, und dann Power, das Album auch so mit OG und I'm Your Pusher und solche Sachen. Und die immer konnten. Wir hatten oder Colors, Digga. Colors, Traum. In Berlin hat das war verrückt, los. Nee, auf jeden Fall hatten wir mal Freundinnen, die dann GIs waren, die mussten uns das immer übersetzen. Mein Kumpel konnte sehr gut Englisch. Okay. Der Commander hat es immer übersetzt, die Bushwick Bill-Texte. Und als Kleiner gesagt, was würde Bushwick Bill jetzt machen? Und so. War eine verrückte Zeit. Ja, war eine geile Zeit. Ja, auch so, und ne? Viele von meinen Homies hatten immer euch auf dem Schirm. Die haben immer die ganzen Sachen gepumpt.
Bei uns gab es so da wenig. AB damals noch ja. Aus Bremen. Nee, Quatsch. Deine Sachen, Mann, wer war dann alles noch aus der Ecke? Beginner haben die gepumpt. Da gab es immer auch so einen Sampler. Ich hab vergessen, wie der hieß. Der hatte mein Kollege. Aber meinst du diese Einspur-Tapes? Genau, die Einspur-Tapes. Ja, das war auch genau. Da gab es noch Tapes, ja. Irgendwie muss man ja sagen, das war so damals von unserer Generation der Klassenfeind. Das ist natürlich jetzt ein Denken, das nicht mehr existiert, sonst wären wir jetzt nicht hier. Für euch ging das wahrscheinlich auch nicht aus, aber in Berlin war immer so ein bisschen am Anfang, so, weil bei uns war es anders, ein bisschen die Kultur ein bisschen anders. Ja. Dadurch war dieses Abgegrenzte, dieses Berliner. Und aber es ging auch anders. Guck mal, ich habe ja sehr früh, voll. Es auch, war auch so die 93, Reife. 94 auch so, habe ich ja schon, oder 94, 95, habe ich ja schon Dean und Harris. Wollte ich gerade sagen, mit DNZ warst du ja connected. Und dadurch, ich hatte irgendwie nie das Gefühl, egal ob ich aus Bremen oder Hamburg komme, ich hatte nie irgendwie so eine Hateration in Berlin gespürt zu der Zeit. So, ich glaube, das kam dann, hat sich dann irgendwie dann entwickelt, auch musikalisch, dass das dann, weißt du, dass man halt eigentlich, wenn man in die Stadt kommt, war eigentlich alles cool so und auch mit den Leuten, mit denen man sich getroffen hat, so genau wie wir jetzt auch. Mhm. Aber dann hat sich da so eine musikalische Hateration irgendwie entwickelt, die das dann so abgegrenzt hat. Aber ich glaube, so richtig verfeindet war eigentlich keine Stadt so richtig. Das gab es immer nur vereinzelte Gruppen, ja, die, weißt du, ich meine, die dann irgendwie persönliche Probleme hatten. Und das wurde dann über einen Kamm geschert, dass halt alle davon irgendwie betroffen wurden, mehr oder weniger, oder waren. Aber im Endeffekt war es ja immer so, ja, so ist das halt, ne? Wenn dann ein, das ist ja die Loyalität dann mit dem Spiel, ne? Wenn einer mit dem anderen ein Problem hat und der hat dann so und so viele Leute, dann haben auf einmal Leute damit zu tun, die gar nichts damit zu tun haben. Und dann ist so ein Netzwerk und auf einmal weiß man gar nicht mehr, warum ist der eigentlich für was gestorben, so nach dem Motto so, ja? Ja, oft so. Warst du in diesen Beef-Sachen mal drin verstrickt? Ich habe hier nichts auf dem Schirm. Nee, wie gesagt, ich hab, das meinte ich halt so. Ich hatte eigentlich relativ wenige Probleme, was das angeht. So. Aber ich bin ja auch nicht der Typ dafür. So. Ich laufe ja auch nicht rum und lege mich mit jedem an oder hatte auch nie das Verlangen. So. Also ich hatte immer das Verlangen, aus dem Block rauszukommen. So. Und das so schnell wie möglich und auch so sanft wie möglich. So. Weil ich einfach nicht geschaffen bin oder war für dieses Block-Life. So, weißt du? Ich musste es leben, aber ich habe es eigentlich nicht gern gemacht, so ehrlich gesagt. Ich bin ein viel zu sensitiver Typ für sowas. Dann kamen dann die Drogen im Spiel natürlich, wie, ja, und solche Sachen, um das einfach auch zu verdrängen und Spaß zu haben und drauf zu scheißen. All sowas. Aber in Wirklichkeit bin ich eher ein lieber harmloser Typ, so. Überhaupt nicht geschaffen für eine Gang oder ein Gangleader sein oder irgendwie sowas. Ich glaube, dafür steckt so viel Kreativität in mir drin, als dass ich das anderweitig verwenden könnte. Ja. Das ist krass so. Vielleicht ist es gerade sowieso, dass wir gerade hier zusammen sind und so reden. So. Sehr schön. Das ist ja mal, wenn du Hip-Hop vielseitig siehst, kriegst du auch viel dann immer zurück. Ich finde, das müsste eh immer aufhören, so dass man immer aufeinander mit dem Finger zeigt und muss sich da ergänzen. So. Aber das ist halt ein Denkprozess, den Erwachsener man hat. Ja. Wenn ich den Boogie mit 17 noch sehe, ja, ja. Dann ey, hallo, weißt du denn? Ich kann mir vorstellen, ja, du hast ja auch einiges auf dem Kerbholz, so, was das angeht. Ne? Und auch ein sensibler Typ, ganz sensibel. Ja, gutes Elternhaus, dann auf der Straße rausgeschmissen. Auf der Straße war schon hart manchmal, hat mich zu dem gemacht, was ich bin. Ich denke auch, dass jeder Künstler, ob Rapper, ja, sehe ich jetzt auch als Künstler, und ist halt emotionaler Mensch. So, und jeder geht mit seinen Emotionen auch anders um. So, ne? Die einen gehen dann drauf, so, weißt du, weil sie sich verletzt fühlen oder was weiß ich. Die gehen dann drauf, sie wollen dann auch verletzen. Ich war eher so der Typ, so ich habe eigentlich versucht, diese Situation direkt zu vermeiden, dass es so weit kommt. So. Und auch immer viel verarbeitet. Ich habe manchmal die Lieder, die ich von dir auf dem Schirm habe, verarbeitest du, glaube ich, auch einen Suizid von deinen Freunden, mit denen du aufgewachsen bist. Alles so, ey. Viel, ja, das, ähnlicher. So, ey. Das war ja auch, ich weiß nicht, vielleicht liegt das auch daran, dass ich ein bisschen geschädigt bin, weil in diesem Haus, wo ich groß geworden bin, Neuwiederstraße 23, das war so das Lieblings-Selbstmörderhaus, so, weil das war das höchste Haus in Teneva. Und da sind die dann immer regelmäßig runtergesprungen, um sich selbst umzubringen. Der Bezirk heißt wie? Teneva? Teneva, Ostholz-Teneva. Und die Straße hieß Neuwiederstraße. Und 23 war das größte Haus in dem ganzen Block. Und deswegen war es so beliebt. Und da habe ich dann mit 8, 9 Jahren so die ersten Leichen gesehen. So. Und das war irgendwie schon prägend und auch irgendwie erschreckend.
glaube ich. Mhm. Und dann natürlich, klar, viele Leute in der Klapse durchgedreht, ohne alle auf Drogen durchgedreht. Mhm. Suizid, nicht nur die eine Geschichte, gibt mehrere Suizid. Klar, weißt du. Ohne Ende so, ja. Weißt du. Und auch Gangfights hinterm Haus, vorm Haus, zwischen Russen, Türken, Kurden. Alle haben sich irgendwie teilweise dann bekriegt so. Und, aber ich war da immer so ein bisschen außen vor, so als Deutscher. Mhm. Also ich war in keiner Gang. Und, aber das war schon nicht, das war schon heftig. So. Und auch so Sachen, mein erster Stammdealer abgestochen, sein Hund abgestochen, so, da war ich irgendwie 14, 15. Dann selber einen Überfall überlebt, was heißt überlebt, durchlebt. Ja, wo dann drei Leute, weil ich vom einen verraten wurde aus meinem Kundenkreis, so, ich habe ja ganz normal, wie wir alle, vertickt. So. Ja. Wurde ich verraten, kamen dann drei in meine Wohnung hoch, haben mich auseinandergenommen, alles weggenommen mit Waffen, alles Mögliche so. Also das waren schon Erlebnisse, die machen einen auch irgendwie, glaube ich, kaputt irgendwann so. Und dann konsumiert man da, glaube ich, gegen an, so, um das zu verdrängen so. Voll, gebe ich dir vollkommen recht. Was ich halt interessant finde, ich habe mittlerweile, das hatte ich schon sehr früh drauf, dass ich diese Erkenntnis hatte, dass überall gleich ist. Also ich war in Dörfern, da gibt es die verrücktesten Rocker oder dann gibt es da Gegend, die, ich kenne es immer, wenn die meine Gegend fahren, Südberlin, was jetzt so alles so ein bisschen in ist. Ja. Aber damals dachten die auch immer, das ist so alles grün, bürgerlich und dann weiß ich auch meine Ecken. Aber ich muss immer sagen, der Berliner Rap war auch immer geprägt von diesen Lifestyle und von diesen Erlebnissen. Bei Hamburg war immer für mich ein bisschen, muss ich nur ehrlich sein, ohne jetzt Disrespekt oder so, dass es mehr so heile Welt-Rap mehr war. So. Also es wurde wenig, das war nicht so, dass die auch schon Ende 90er überpushen und so, obwohl genau das Gleiche da war, ohne Worte. Aber es wurde, ihr hattet mehr diese Oldschool-Attitüde, das Positiv-Feeling und so, weißt du, was ich meine? Auf jeden Fall, glaube ich, ein bisschen. Das war ja für mich auch total entspannt, wie ich nach Bremen, dann aus meinem Blog dann nach Hamburg gezogen bin. Das war ja total Paradies für mich, so in dem Moment. Bremen so. Ist auch hartes Pflaster. Ich habe einen Partner, der aus Bremen kommt. Da gibt es auch harte Ecken, ich weiß das. Bremen ist ja klein, irgendwie 600.000 Einwohner, glaube ich, bis heute sogar. Und es gab dann so, zu der Zeit, wo ich da groß geworden bin, war Bremen auf Platz 1 auch mal zwischendurch, was die Kriminalitätsstatistik angeht. So. Nur auf die Größe berechnet halt. Mittlerweile wurde Bremen natürlich hier und da abgelöst. Aber egal, für mich war Hamburg ein Paradies auf jeden Fall. Weißt du? Ich konnte beim... Da konntest du ja alles machen, so, da, weißt du? Und klar, die ganzen anderen, meine ganzen anderen Rap-Kollegen, sag ich mal, von damals, mit denen man auch heute natürlich in Kontakt ist, die sind so, sowohl damals als auch heute, die haben nicht diese Ghetto-Stories auf Lager gehabt, natürlich, weil sie das ja auch nicht gelebt haben. So. Ich war eigentlich der Einzige, der das mal angekratzt hat, so in dieser ganzen Hamburger Geschichte, so. Auf meine Art und Weise. Und aber heutzutage, oder beziehungsweise seit, ich glaube schon seit 10 Jahren oder noch länger, ich weiß nicht, ja, kommt ja auch sozusagen Gangster-Rap aus Hamburg, ist ja immer mehr etabliert mittlerweile so. Klar, ich würde sagen, also gerade die am meisten Gangster-Rap verkaufen. Gangster-Rapper, aber weißt du, wie ich meine, ne? So die Street-Rapper, Gangster-Rapper, die es damals nicht gab, die gibt es ja heute umso mehr in Hamburg. Ja, das ist richtig. Ich frage einmal, das ist eine komische Frage, wenn du so einen Laien deine CD gibst, ja, und der in irgendeine Rubrik die einordnen muss, wie würdest du sagen, Straßenrap oder was, wie würdest du sagen, ich wäre so Straßenrap, Gangsterrap, müsste ich jetzt sagen, bei mir, weißt du? Ja, also bei mir wäre es eher Streetrap. Streetrap, genau, ja. Weil ich habe mich ja nie, egal ob ich eigentlich im Endeffekt, was heute als Gangsterrap bezeichnet wird, so der Lifestyle, ist ja nicht sehr weit entfernt von dem Lifestyle, den ich geführt habe. So. Das ist richtig. Trotz alledem habe ich irgendwie mich nicht getraut oder mich nicht als Gangster gesehen. So, weißt du? Ich habe immer Gangster zu der damaligen Zeit, war ja auch Gangster was anderes als heute. Damals hat man so eher so Al Capone, so, weißt du, so, das war für mich irgendwie so Gangster. Und dann war Gangster dann so Snoop Doggy Dogg, Dr. Dre, so, weißt du, so West Coast und. Deswegen war das für mich in den 90ern noch befremdlich, was der Begriff Gangster-Rap, dann gab es ja auch dieses Gangsterlied mit Tomek, wo sie dann auch in Anzügen Gangster-Part Corrupt und so. Weißt du, das war für mich noch, da hatte ich so Berührungs... Wir also, auch damit, das war auch immer... war befremdlich. Ja, so, befremdlich. Weißt du? Und viel von diesen Produktionen, kein Disrespekt an Tomek, aber überhaupt nicht. Aber es war auch befremdlich für mich, viel von denen. Dieses Video dann in Berlin, da am Palace gedreht, kein Berliner dabei.
dann auch, es war nicht, aber jetzt ist ein anderes Thema. Ja, aber es ist richtig. Weißt du, das ist der Unterschied zu dem, Gangster-Rap hat sich ja irgendwann millennium-mäßig irgendwann mal entwickelt, in so Anfang 2000er, so fing das mal langsam an, dass das eine ganz andere Form annahm und... Ja, bei Berlin war halt immer anders. Ich war ja auch im Graffiti früher so als Piefke mit 12, 13. Und wir kamen nach Hamburg. Ja, da war der Kiez, da wussten wir auch immer, ey, das ist genauso wie bei uns. Also die früher waren schon, es war eine andere Szene als bei uns. Es waren, bei uns waren auch so normale, so Deutsche wie mich, so die bomben da rum, ein bisschen Unsinn machen, war alles noch vor meiner kriminellen Laufbahn. Ja. Aber dann auch viele von, die meisten waren so Immigrantenhintergrund und so. Und das bei Hamburg war es irgendwie ein bisschen anders. Die waren auch nicht so hart im Nehmen. Bei in James war es immer so, also ist jetzt voll blöd, will mich auch nicht nur Kopf und Kragen reden, aber wir haben den halt immer so, den unterstellt so, ah, das sind so die, genauso die Leute, die auf uns sonst keinen Bock haben, die machen jetzt auch unsere Musik und für die sind wir Assis und wir waren ja auch Assis dann, waren oft Reibung bei den Jams und jetzt eigentlich finde ich das toll, immer wenn Leute kommen, dass dann ist nur eine schöne Community, also für euch ist das nichts Besonderes, aber ich finde, dass wie Berlin da mittlerweile ist, ist gut, weil es sich entwickelt hat. Wie meinst du, dass für uns nichts Besonderes? Na, bei euch, glaube ich, war das schon immer, es war selbstverständlich, dass die Jams friedlich sind oder dass Besucher gut behandelt werden. Ja, und also bei mir, ein bisschen meiner Ecke auch, das war ein langer Prozess auch. Aber am Anfang so, wenn ich so mich zurückerinnere, so 93, 94, 95, die Jams, da gab es auch schon viele Reibereien. So. Ja. Weißt du, die Breaker haben die MCs gehasst. Ja. Die MCs haben gedacht so, wofür mache ich das hier überhaupt so? Weißt du, alle, man hat sich immer irgendwie so teilweise gegenseitig auch gecrashed. Ja. Also es war nicht immer so Love, Peace and Harmony mäßig, wie man das vielleicht sich gewünscht hätte oder warum diese Jam eigentlich gedacht war. Heute weiß es auch jeder, ich weiß es. Nur wenn man die Musik dann aus Hamburg gehört hätte, hätte man gedacht, das ist ein anderer Planet. So ein bisschen. Ja, jetzt nicht nur unbedingt jetzt Hamburg. Ich meine, als Hip-Hop-Jams gab es ja überall so, weißt du, man war ja auch unterwegs so. Ne? Klar, die Scene innerhalb Hamburg hat eigentlich immer so ein Community-Denken gehabt so. So, wir wollen uns nicht verfeinden mit irgendwie wie jemandem so. Ja. Battle Rap ja, aber nicht jetzt irgendwie, warum soll man sich prügeln, warum? Ja. Das stimmt. Aber wie gesagt, wie du jetzt ja auch so, ich sehe das bis heute immer noch als positiv. Und auch die 187 sind ja auch so drauf. So. Das finde ich halt ganz gut. Die haben ja das von der Hamburger Schule, machen sie das ja weiter, dass sie sagen so, ey, wir wollen uns nicht darüber profilieren, dass wir andere Städte oder andere Künstler angreifen und komplett dissen, um irgendeinen Status zu erreichen. Genau, aber auch dieses globale Denken meine ich nur, das ist was Neues für mich, habe ich lange umgesetzt, was alle so sind jetzt mittlerweile. Ich war bei diesem Wu-Tang-Konzert, da war 187 Vorgruppe, die haben erstmal Props gegeben von oben, so dass man tritt positiv aufeinander, das meine ich nur so. Ja. Wahrscheinlich vor 20 Jahren der Berlin Crime Arzt Boogie und der Rapper Ferris treffen aufeinander, wäre erstmal so verunsichert. Man ist verunsichert. Das ist bei mir, weißt du, weil ich mich am meisten geprügelt habe und gestochen habe, als ich in Angst hatte, war und Komplex hatte und nicht wusste, was ich drauf hatte. Aus Angst, weißt du, immer so. Aber ich verspreche dir, der Ferris vor 20 Jahren, Digga, er hätte gesagt, Digga, ich habe Weed dabei. Lass mal einen buffen. Hab ja extra an dich gedacht, weil ich dachte, du bist auch so, wir nennen es ab jetzt immer Weed-Rapper. Aber ist ja schön, du bist ja abstinent, sagst du, ne? Ja, mittlerweile schon. Aber trotzdem erinnere ich mich natürlich an tolle Zeiten so. Und ich glaube, das war auch immer eine Verbindung zwischen, egal wie hart du warst oder wie weich oder was, weißt du, ein Kiffer immer erkannt so. Kennst du ja auch, wenn du in anderen Ländern warst, so, du wusstest genau automatisch, zu wem du zu gehen hast und zu wem nicht, um irgendwas zu kriegen. Egal was. Und ich glaube, da hätten wir uns auf der Basis hätten wir uns getroffen. Ja, verrückt, Mann. Nee. Ich sag immer, die Präsidenten sollten alle einen buffen, bevor Millionen Leute in den Tod ziehen. Ja. Alle buffen, Mann. Ja, mittlerweile gibt es ja auch in Deutschland jetzt für Schmerzpatienten, kriegst du ja auch auf Krankenkassenbasis, kriegst du jetzt schon deinen Weed, habe ich gehört, gelesen. Du hattest es vorhin angedeutet, du machst ja keine Hehl draus. Du hattest ja früher Drogen genommen, also gekifft, weiß ich auf jeden Fall. Ja, alles querbeet. Habe ich auch in den anderen Interviews, aber lange geschnackt. Okay. Aber ist kein Problem, wie gesagt, ja, alles durchgemacht. Aber habe ich ja eben auch ein bisschen angekratzt, warum, wieso, weshalb. Erstmal Frage, weil ich von sowas sehr meinen Hut abziehe. Wie lange bist du jetzt abstinent schon fast? Also allein kiffen tue ich schon seit über 11 Jahren nicht mehr. Und nie mehr einen durchgezogen? Nein. So. Digga, ich sag's dir, wenn das irgendwann mal, wenn die Türen auch offen sind, sind die Türen offen. Dann kommst du, wenn du
Ja, es ist halt so ein Ding, weißt du, wenn du einmal irgendwie scheiß Flash fährst, so, ja. Du kannst damit, sagen wir mal, 23, 25, 26, kannst du noch so ein Paranoia-Flash, kannst du noch gut wegstecken, sagst du dir noch, egal, machst du mal ein bisschen Pause und dann fängst du wieder an, so, alles wieder beim Alten. Aber irgendwann überschreitest du ein Alter, wo du dann irgendwie so, bei mir war es mit 32, wo dann wieder dieser scheiß Flash kam und der dann 2 Wochen lang angehalten hat. Und du merkst so, es aber tut dir nicht gut, wenn du kiffst, so, weißt du? Aber lieber Freund, wir haben vorhin ein bisschen privat geredet, du hast jetzt viele Sachen auch den Zuschauern gesagt, du hast einfach auch ein hartes Leben. Und ich kenne so viele Leute, die dann scheitern, und wenn du so oft in Psychiatrien warst wie ich, mit Forensiken siehst du auch so viel, denen das passiert ist ohne Kiffen. Die haben es durch den Krieg, durch Traumas, durch so viel. Ja, ich will es gar nicht gut reden, ich ziehe auf den Hut, du nimmst gar nichts, da ziehe ich richtig Respekt von, habe ich Respekt vor. Ich sage immer, schlimm ist, wenn es die Leute sagen, ich buff nicht mehr und dafür härtere Sachen nehmen, spielen oder trinken, das ist nicht mein Film, jeden das seine, ja, ja. Aber mir ist einfach so Kultur und es wirft mich sozial nicht zurück, es macht mich nicht kaputt, ich habe keine anderen Emotionen. Ich habe so viele Leute, die um mich herum kiffen, ja. So, und ich habe überhaupt kein Problem damit, dass sie das tun, so. Ich kann das total nachvollziehen und ich bin auch, selbst wenn ich, also ich bin nicht so wie diese militanten Nichtraucher, weißt du, die dann sagen so, ey, ich habe gestern aufgehört zu rauchen, bitte würdest du mal nicht von mir jetzt hier rauchen, oh, also, weißt du, so den bin ich ganz weit von entfernt, so, weißt du. Ich beneide eher die Leute, ganz ehrlich, ich sag dir ganz ehrlich, ich beneide die Leute, die immer noch kiffen können. Wenn ich das noch könnte, ich würde es tun. Ich würde es feiern, würde es tun, würde darüber Texte schreiben, bla, alles so. Würde ich machen, aber ich kann es halt nicht. Ach, scheiße, Mann. Ich hatte das auch nur, ich durfte nicht, weißt du, weil ich so strenge Bewährungsauflagen hatte. Ja, hatte ich krass. Und ich habe es halt als nicht angenehm empfunden, weil man sich irgendwie dann doch anders irgendwie verarscht. Und ja, und es ist wie gesagt, auch ich könnte nie meinen Sport machen, ich würde nie jetzt ins Studio mit dir gehen, wenn ich davor richtig eingesoffen hätte, bringt nichts, oder mich weggeschossen hätte. Aber Smoke funktioniere ich. Smoke geht immer, ja, verstehe ich. Auch an der Tür ist es toll, die ganzen, ich sage es nicht Idioten, auch andere Leute und Kollegen hat man erlebt, die sind dann auf irgendwelchen Aufputschmitteln und so, man sind so Haschaschina, Assassins. Ganz so, weißt du, man merkt auch, die Aura spürt man mehr, mich macht Kiffen nur sensibler. Aber jeden das Sein, und ich sage es so, am besten ist, wenn man gar nichts nimmt, aber Leute wie ich, die eh da Probleme haben, für die ist das kleinere Übel. Ich liebe vollstes Verständnis, ja. Und ich weiß ja auch von früher noch, dass man, du kannst sich ja, gerade Leute wie wir, können super sich fokussieren auf Kiffe, auf ihre Sache. Ja. Wir sind ja, das hatte ich dann bei Afro auch in dem Interview, dass ich gesagt habe, wir sind ja nicht so die Typen, die dann sagen so, okay, ich kiffe jetzt den Tag away, sondern ich kann Leistung erbringen, dadurch, dass ich kiffe. Ich sage den jungen Leuten immer, das ist wie Fleisch. Erstens sage ich am besten gar nichts. Und wenn überhaupt, ist das wie Fleisch. Wenn du abends 250 Gramm Pute isst, ja, ist okay. 2 Kilo fettiges Fleisch ist nicht gut. Und das, wenn man, das ist so auch eine Frage. Wie, also dann angeht. Lieber 50 Gramm Weed am Abend. Na, muss ich halt das ganze Weed jetzt alleine rauchen, was ich mitgebracht habe. Ja, das ist lieb von dir, aber ich gönn dir. Ist doch gut, hast du morgen auch noch was von, brauchst du nicht nochmal los. Alles hat immer Vor- und Nachteile, ne? Kann ich dich mal fragen, wie viele Solo-Alben hast du rausgebracht? Ja, Solo ist das jetzt erst mein 7. Warte, ich lüge gerade. Was ist denn mehr? Das 5. Ja, es ist mein 6., weil ich habe ja nur ein Best-of-1 gemacht. Also es ist eigentlich mein 7. oder mein 6., je nachdem, wie man das Best-of mit ein paar exklusiven Stücken bewertet. Und mit Kollabos und Mixtapes und... Digga, ja, dann... Wir waren auch eine Zeit lang on fire, wa? Etliche EPs natürlich, ne, wo auch immer so 4, 5 Stücke drauf sind. Also seit 93, ich glaube ich jetzt... Boah, ich weiß gar nicht. 13 LPs oder so. Voll. Also jetzt auch mit Deichkind und so, ist ja auch jedes Mal Arbeit, ist ja auch wieder LP-Arbeit. So. Ich glaube, mehr als in meiner Diskografie steht auf Wikipedia, habe ich gemacht. Viel, ihr habt auch noch Vinyl gepresst, ne? Damals. Genau, ja, so 93 haben wir auf jeden Fall noch Vinyl gepresst, ohne Ende. Also machen wir jetzt ja auch, aber eher limited, ne? So. Es gibt ja wieder einen Aufschwung an Liebhaber. Und für die werden wir immer Sorge tragen, dass da was rauskommt, natürlich, klar. Aber weil der Markt nicht mehr so groß ist, wird man meistens so zwischen 1.000 und 3.000 Stück immer nur pressen können. Ja. Verrückt, Mann. Ferris,
was pumpst du eigentlich? Bist du noch, du bist aktiv, ja, als Rapper immer, und pumpst du es abends auch noch so? Also ich brauche das immer auch für mein Wohlbefinden, dass abends Musik läuft so. Morgens, ja, und abends, was pumpst du so? Das ist verschieden. Weil das alles auch so schnelllebig ist, ist das nicht mehr so wie früher, weißt du? Klar, aber deswegen will ich ja dir ein paar Dinger rauslocken. Ich bin gespannt, was so. Du hast ja bestimmt so welche, die schon 20 Jahre begleiten, so, die du immer noch pumpst. So. Gibt es da welche oder MCs? Ja klar, es gibt. Ich höre immer mal wieder gerne zwischendurch dann auch mal wieder die Beastie Boys oder auch Run DMC natürlich, klar. Oder halt die ganzen 90er-Geschichten von Nine bis über DMX, auch Wu-Tang-Geschichten, natürlich ganz Klassiker. Oder 93, wie hieß es nochmal? Till Infinity. Ja, genau, Souls, das zum Beispiel. Souls of Mischiefs, genau, Farsight, solche Sachen. Also quer, alles quer und auch viel auch goldene Ära, ne? Auch komplett. Und aber auch heute, heute ist es so, dass man geht ja nicht mehr los für eine CD so unbedingt, sondern man kriegt das ja alles per Downloads und was weiß ich. Und ich guck mir dann auch gerne immer die aktuellen YouTube-Videos an, auch von den jungen Leuten so. Ich feiere das total, so wie die Qualität halt gestiegen ist, auch im Videomarkt, was für heftige Videos die mittlerweile drehen. Und das auch die Produktion und die Qualität und die Aufnahmequalität und alles so. Es ist einfach heftiger, also das ist nicht mehr so von wegen, ja, Deutsch, so holprig, so, weißt du, sondern das ist so Endlevel mittlerweile, so finde ich. Und auch eine Plattform, die haben halt ganz schnell, es gibt mehr Konkurrenz, aber man kann sich auch einfach eine Plattform liefern. Was ich mal verrückt finde, ist, wir hatten früher manchmal wirklich keine Beats, da konnte man die instrumental nicht mehr hören. Ja, aber die jungen Leute, wenn die zu mir sagen, ey, ich habe keine Beats, Mann, die können doch bei YouTube und wie es heißt, MyVideo, alle Beats, das ist ein Paradies, wäre es für uns gewesen. Stell mal vor, Rap-Session, hätte ich einfach mal 100 Alchemist-Beats schon mal zur Verfügung, ja, das ist ein Traum. Ja, das hat sich, ja, das kann man als positiv auf jeden Fall sehen, so, ne? Dadurch geht natürlich aber auch eine schnellere Entwicklung vonstatten, wo auch dann eventuell, oder wir sind vielleicht auch schon dabei, dass es eine Übersättigung gibt, ne? So ein Rap-Overkill im Endeffekt. Ja, schwer ist auch, sich dann durchzusetzen bei diesen Videos. Das probiere ich gerade jetzt, ja, und mein Homie Klimo, Brian und die von Easy Does unterstützen jetzt auch, aber das ist dann auch schon, dann wird es schwer, weil die sind natürlich von den großen Labels auch die Gagen gewöhnt, und sich als Independent-Künstler durchzusetzen ist schwer. Ja. Und ich bin so ein Typ, Alter, ich mache ein Video, eine Stunde, filme alles ab, renne einen Block rum eine Runde, dann ist fertig. Jetzt muss ich auch mal probieren, ein bisschen so Hollywood zu machen. Wann ist dein letzter Video released worden? Mein letztes Video war Asiland. Ich weiß gar nicht, das war das noch letztes Jahr, jetzt Ende des Jahres. Ja, bei uns ist so ein bisschen das Marketing strategisch vielleicht nicht das Schlauste. Was meinst du mal mit uns? Mit mir, meinem Label und mit der VÖ, die jetzt ansteht. Ist alles so ein bisschen verschoben. So. Jetzt habe ich ein richtig geiles Video gedreht. Das kommt nächste Woche hoffentlich raus. Mit Street Cinema, so, da haben wir gesagt, wir nehmen. Die arbeiten sehr gut. Ja. Arbeiten sehr gut. War immer schon auch mein Wunsch, mit denen zusammenzuarbeiten. Haben die nicht sogar amerikanische Produktion auch? Kann es sein? Da haben die auch amerikanische zufällig gemacht? Die drehen dann auch in Miami, Panama und so weiter. Aber deren Sitz ist ja eigentlich Köln. So, und ich kenne die auch schon seit Ewigkeiten so, wo sie noch klein waren. Und, aber die haben sich ja super hochgearbeitet. Ich meine, ja, kannst du ja angucken, ne? Du kennst ja viele Street Cinema Videos wahrscheinlich ohne Ende. Ja, denke ich mal, ne? Und mit denen habe ich jetzt eins abgedreht, das kommt nächste Woche hoffentlich. Ich weiß nicht, wann das Interview jetzt kommt. Wir drehen noch eins zum Abschluss zur VÖ von meinem Album. Auch mit Street Cinema, mit dem gleichen Team. Das wird auch super. Und wie gesagt, ich finde Shao Casado und Street Cinema, so die beiden finde ich eigentlich gerade heftiges Top-Level. Voll. Ja. Mich hat voll geflasht, die Jungs von Easy Does It, die kenne ich durch Zufall schon ganz lange. Vielleicht hast du die nicht auf dem Schirm, ist eine Easy Firma. Easy Does It, ja. Genau, die sind super, die haben jetzt für Arzt gedreht. Ja. Die unterstützen mich und Belasch auch bei meinem Solo-Album. Geil. Die sind auch so eine Nerds, also es ist so ein riesiges Produzententeam. Geil ist natürlich auch, wenn du ein Team hast, so. Das haben wir beim Deichkind, das ist zwar jetzt nicht im Rap-Kontext, aber egal. Wir haben ein Team, die sind mit uns gewachsen. Die drehen alle unsere Videos, wir haben klein angefangen und die sind mit uns gewachsen sozusagen. Über mir und das, Klima. Das ist halt auch geil, wenn du ein Team hast, wo die sich dann mit dir weiterentwickeln. So. Ja,
Ich glaube, wir Oldschooler sind immer ein bisschen zu bescheiden in den Videos. Man könnte mal dicker so ein bisschen am Rad drehen, aber man ist dann immer so chillig. Auch so Interviews. War es so, wahrscheinlich hätte ich vor 20 Jahren interviewt, wäre mehr Testosteron durchs Mike geflossen. Ja, klar, man wollte sich natürlich viel mehr beweisen. Ja, ne? Genau. Also auch verunsichert. Aber also. Ja, klar, auf jeden man Fall. Man kann nicht so Props geben, weil man hätte, kann ich das Ferris jetzt sagen, der denkt sonst, ich bin weich oder... Ja, genau. Weiß, ja. Ja, aber das hatte ich auch ganz lange in mir. So von dieses, jedermann, glaube ich, fast. Ja, okay. Prozess. Aber mittlerweile echt scheiße auf Dinger. Mittlerweile muss man auch mal ein bisschen unterscheiden zwischen Entertainment und das, was du als Mensch auch bist. So, weißt du, ist ja klar, du kannst ja nicht so gechillt, wie wir jetzt hier sitzen. Ich mache auch voll gechillt und Mucke. So, wie wir jetzt reden, unsere Mucke machen. Ich bin immer, ich mache so eine Mucke. Nehme ich schon die Schlaftablette. Wir sehen es immer Seelenstriptease. Schön jetzt hier Barry White. Die Texte sind doch nicht so gechillt wie wir. Das letzte Album, Digga, ich mach voll viel Schnulzen, da bin ich bekannt für. Du hast mich auch nicht so auf dem Schirm, ich habe auch nicht alles für mich auf dem Schirm. Ich kenne deine Haare. Ich mach hart, du weißt, das Glas zu ist wieder offen. Ich bin die Weichen, weißt du, wir nennen es, wir machen auch viel Seelenstriptease, auch viele harte Sachen, klar, Banger. Seelenstriptease, ja, das ist, womit ich auch mein Geld verdiene. Jetzt habe ich ein Liebeslied gemacht und Bilasch und ich nenne es ein. Wie haben wir es genannt? Ich habe vorhin durchgezogen. Hab vergessen, wie er es genannt hat. Weißt du noch, wie er es genannt hat? Was ist ein Schlüpferstürmer? Ein Dosenöffner. Okay, das Liebeslied ist ein Liebeslied. Genau, ja, Dosenöffner. Klar. Nicht schlecht. In deiner, hier irgendwie in dem Umfeld, kriegst du so Props von der Generation, wenn du unterwegs bist, so viel, dass... So, was bist du, ein Urgestein für die hier so? Ja, na klar, wa? Für die bin ich ein lebender Toter oder so, weißt du? Für die bin ich ein Penner oder irgendwie sowas, ja. Weißt du? Aber egal, also ich, nein. Viele von den Rap-Kollegen sind eigentlich so die, denen ich begegne und mit denen man sich unterhält. Kopf, es ist eigentlich immer respektvoll so, ja. Ne? Es gibt ein paar Kandidaten so, die wollen einfach keinen Respekt dem zollen, was da war und was ist und so weiter. Aber ist auch okay, weißt du, damit bin ich groß geworden. Es gibt immer das eine Lager, das hasst mich, und es gibt das eine andere Lager, das findet mich gut. Und so ist es mein Leben lang schon. Jetzt, ich habe es falsch formuliert. Ich meine, so eher von der Straße, sind die nicht doch stolz, dass du noch dann da bist? Und ja, gerade die aus dem Block, so. Das die, ist, doch, die feiern dich doch. Weil ich bin der Einzige oder einer der wenigen, die es aus Teneba rausgeschafft haben. So. Und diese Liebe spüre ich auf jeden Fall, dass sie stolz auf einen sind, dass man das geschafft hat. So. Ja, klar. Auf jeden Fall so. Und da habe ich dann irgendwann auch gesagt, so, ja, ich würde auch gerne so, wie auch immer, als Vorbild gelten, so, dass man, dass ich sage, so, ey, egal wie du aussiehst, egal was andere dir sagen, was du nicht bist und sein kannst, wenn du dich dazu entschließt, es zu schaffen, mit Ehrgeiz, mit an sich selber glauben, mit sehr viel Arbeit und vielleicht, wenn du in meiner Position bist, musst du vielleicht auch, oder in deiner, 2-3 Mal mehr arbeiten als Leute, die das in den Schoß geschenkt gelegt bekommen. Aber dann kannst du es trotzdem schaffen. Und dann kommt noch drauf an, was für Ansprüche hast du. Willst du irgendwie komplett im High-End-Luxus-Leben sein? Vielleicht sollte man da dann Abstriche machen. Wenn du merkst, du kannst das machen, was du willst und kommst mit wenig aus, aber du weißt, ich bin frei. Ich bin frei. Dann kannst du sehr wohl, kann jeder das schaffen. So. Auf einem gewissen Level kann es jeder schaffen. So. Man muss vielleicht Abstriche machen. So. Vielleicht. Hast du Wünsche für die Zukunft? So, was frage ich immer, war so, oder bei mir ist gerade so, Ferris, läuft gerade alles so gut, offiziell natürlich, sage ich mal so, passiert immer schlechte Sachen, ja, also sage ich, und ich habe halt nicht mehr dieses, wie früher, dieses verrückte Leben, ja, und deswegen bin ich mit viel weniger zufrieden, ja. Und gerade läuft alles eigentlich sehr gut, dass ich so sage, es sollte eigentlich so bleiben. Ja, und habe mich von voll viel auch getrennt, so auch diesen Statussymbol und so. Nicht, weil ich musste, aber weil ich auch keinen Bock mehr drauf hatte. Es braucht es nicht mehr. Ich bin bei eigentlich so gut wie keinen Sachen, außer manchmal Drogen und Fleisch, dekadent mehr. Und das war, weiß ich nicht auch. Ich fahre BVG easy seit Jahren schon. Damals immer jeden Tag 200 Euro Taxi. Ja, ja, und dann damals auch immer so, weißt du, diese Paranoide, immer mit Waffe raus, immer die Alter. Manchmal musst du die Zigaretten verpackt kaufen, immer Paranoia. Wirst angegriffen, weißt du, Freunde wollen dann sterben oder kommen ins Knast, dann weißt du nicht, wie du draus, dann
Es war so, mich hat es verrückt gemacht. Dann bei Rap war auch so affig und jetzt so ein Zwischending und habe eigentlich einen ganz guten Weg gefunden. Und merke auch immer, also durchhalten auch immer. Nach dem Regen kommt immer die Sonne und das ist dann ganz wichtig. So höher der Berg, umso tiefer das Tal. Und genau, es gibt, genau das, was ich sage. So, weißt du, manchmal sind halt auch Kleinigkeiten, die du in deinem Leben dann erreichst an Positiven, die fühlen sich viel größer an. So, weißt du? Total, total. Weißt du, wenn, innen drin, Mann, guck mal, bei mir auch so, auch manche nach außen müssen so denken, Mann, der muss jetzt so unglücklich sein, steht in der Sozialwohnung oder mit den Leuten oder so. Also das ist mein Leben, das liebe ich, das ist meine Welt. Ich bin da sehr zufrieden. Ja, und das ist es halt. Ja. Das ist das Wichtigste, so, dass du einen Selbstwert hast, so, dich selbst lieben kannst. Dann hast du auch die Möglichkeit, anderen Menschen positiv gegenüberzutreten und sie auch zu lieben. So. Trotzdem dürfen wir Leute von unten, die unten angekommen sind, auf jeden Fall nie vergessen, dass wir immer ein bisschen Geld machen, weil wir unten sind am kürzesten Hebel, ja. Und das leiden unsere Kinder darunter. Und das ist sehr wichtig, weil alles gekauft ist, ob es die Freiheit ist mit den Anwälten und ob die Bildung ist gekauft. Stell mal vor, du wärst aus einer Elitefamilie bei dem Potenzial. So mit Privatschulen ist alles käuflich und so. Ich habe das schwarz auf weiß gesehen. Ja. Ja, und deswegen muss man auch immer probieren, was zu machen. Also resigniere, mache ich dann nicht mehr. Ja, und ich sage, was mit Geld zu tun hat, da klebt immer Blut dran, ist alles eine Sünde. Zeig auf keinen mit dem Finger und ein bisschen muss man machen. Und aber auf jeden Fall, ein Mann macht Geld, aber Geld macht kein Mann, das ist so mein Motto. Digga, das war ja schon fast perfektes Schlusswort. Ey, wir fragen jeden immer für. Ich finde es gut, ja, also ich finde die Einstellung super, die du hast, weil ist so ähnlich, denke ich auch so. Ja. Ich habe jetzt die Worte, die du gewählt hast, die waren schon sehr gut. Einfach mal dumm gequatscht auf dem Feierabend? Nee, finde ich. Danke, Bro. Fand ich überhaupt nicht dumm. Irgendwie. Nee. Und einfach auch die Sachen ändern, die man ändern kann und die man nicht ändern kann, drauf scheißen. Das war auch wichtig bei mir. Ich sag auch noch immer so, dass man halt auch weiterkommt, wenn man nicht unbedingt versucht, die Leute, die einen eh nicht zu mögen, irgendwie versucht, die auf seine Seite zu ziehen mit aller Macht, sondern sich eher und dabei dann vergisst, dass es ganz viele Menschen gibt, die dich mögen und sich an die einfach festzuhalten. So. Ja. Weil viele machen den Fehler und umgeben sich mit dieser negativen Energie. Genau, wahre Worte. Die Aura merke ich immer voll. Also? Ich merke auch bei manchen Jungs, die ich liebe, die haben auch noch diese schlechte Aura, wie ich auch bis 30, Mitte 30 fast hatte. Dieses ganz, weißt du, was ich meine, dieses Pitbull-Denken und diese Aura merke ich immer. Ich merke den Teufel richtig in mir, früher habe ich ihn gemerkt, unter meinen Homies manchen. Ich merke richtig, ob ich in einem Laden bin, wo 10 Novoline-Automaten sind, 20 Nutten und sonst was da rumliegt, weißt du. Und so, ja, und alles wird extremer auf der Welt. Und auch diese Welt wird immer extremer. Manchen Freunden, wenn ich mich mit denen treffe, die können nicht mal sich am Fenster bewegen. Also sowas gab es bei mir mal 2-3 Nächte im Leben, hatte ich auch. Aber weil sie Angst haben, dass man drauf ballert, halt wird halt alles extremer. Ja, okay. Halt auch alles auf ihre Art wird extremer so. Aber da muss ich sagen, war früher nicht anders. Nicht anders, aber guck mal, großer. Ja, klar, na klar. Aber es ist auch, dass die Leute so verzweifelt sind, dass sie in dieses Gang-Rocker-Leben und so eine Sachen, das hat doch zugenommen, weil die Perspektiven auch immer kleiner werden. Ja, klar, das hat auf jeden Fall nochmal eine auch, ganz und auch andere viel, Dynamik und Kraft angenommen. Und es wird auch alles heftiger. Guck mal, rechter Terror zum Beispiel, früher war man am Landheim gebrannt, jetzt geht da ein so ein Breivik auf so eine Insel hin, das wird alles extremer halt. Ja. Die Sachen sind immer, glaube ich, vom Kern die gleichen, ja, aber extremer wird schon so alles. Ja, aber die Möglichkeiten sind ja auch mehr gegeben, voll, ne? Extremer voll. Abzugehen. So. Na klar. Vielleicht. Viel mehr als früher. Klar. So. Klar. Aber wie gesagt, ich sage, habe ich letztes Interview auch gesagt, ich sage immer, früher war nicht alles besser, aber alles anders. Und Bastard hat mir, mein Freund MC Bastard hat mir auch immer gesagt, man kann aus allem das Positive auch nutzen. So. Auch wie man selber einsteigt, weißt du, das ist auch mal sehr wichtig. Genau, es hängt immer im Prinzip von dir ab. Wie gehst du damit um? Begibst du dich in die Situation oder findest du einen anderen Weg, der irgendwie dann nicht ins Extreme endet? Man kann halt nur lieben, wenn man sich selber liebt. Und die meisten Leute können sich lieben, weil sie unterdrückt werden. So ist das. Ja, Ferris, war ein sehr interessantes Gespräch. Kannst du noch sagen, VÖ-mäßig noch mal ein bisschen pushen irgendwie? Ihr wisst noch nichts Genaues. Doch. Am 17.02. kommt mein Album, Asylant. Ist ein Wortspiel, hat nichts. Ich bin kein politischer Rapper und mache auch keine Politik. Deswegen ist einfach nur ein Wortspiel an Asymmetrie angelegt.
ja, es kommen noch zwei geile Videos. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr feiert es. Ich hoffe, du auch. Bin gespannt. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder, Digga. Das war super nice. Danke für deine Zeit. Waren wir im Blumenpflücken. Ferris MC Boogie TV Straßenzorn. Peace.